Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Steel Division 2. Wir starten heute in dem Video mit den alliierten Divisionen des neuen DLCs Tributo Liberation of Italy, die Achsenmächte bzw. die italienischen Achsendivision haben wir uns ja bereits angeschaut. Ich sage extra Achsen italienische Division, denn es gibt auch auf der alliierten Seite eine italienische Division. Die schauen wir uns aber heute nicht an, sondern wir starten heute mit der Thick South African Armored Division. Eine A-Division und Armored Division steckt hier nicht nur im Namen, sondern auch in der Aufstellung. Ihr seht also sehr, sehr viele Sherman-Panzer. Verschiedene Varianten, zum Beispiel auch Fireflies, die ja nun, ja, so gesehen richtig guten Durchschlag haben mit 170 mm. Natürlich haben sie jetzt nicht die Panzerung, die vielleicht deutsche Fahrzeuge haben, aber mit 170 Pen kann man dann doch schon einiges machen, was so die deutschen angepanzerten Fahrzeugen einem entgegenwerfen. Dafür natürlich nicht ganz so viel Infanterie und ein bisschen Flugabwehr, nicht ganz so viele Flugzeuge. Ich habe hier ein bisschen umgebaut, hier war auch teilweise noch eine 140 mm genau drin. Die setze ich eh in der Regel nicht ein, diese Artillerien, deswegen habe ich hier die Slots mehr bei der Arti rausgenommen und entsprechend noch bei den Panzern was reingesteckt. Wir werden uns die Division jetzt anschauen, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie performt. So, los geht's. Gegen die 5. Gebirgsjäger. Das ist ja auch eine Achsenmächte-Division aus dem neuen DLC. Und Panzergrenadiere Großdeutschland. Unser Kollege will sich rechts aufstellen. Dann gehen wir hier auf die zugegebenermaßen recht offene Fläche, was aber natürlich uns eigentlich ganz gelegen kommt. Jetzt muss ich mal gucken, wie wir unsere Scouts hier aufstellen. Ich hätte gerne. Na, so. Er geht auf die Kirche. So, und er geht mal dahin. Aufklärungsschirmen. Ah, kosten 90. Das ist ganz schön viel. So, der hier. Zusammen mit ein bisschen Infanterie. Einmal ihr und einmal ihr. Ihr geht mal bitte hier hin. Und die andere Infanterie geht mal bitte hier in das Gelände. So, jetzt haben wir hier erstmal nur einen Scout. Hier ist noch ein Scout. Der geht mal bitte hier oben rein. Und jetzt muss man noch gucken. Hier, boah, Offiziersschirmen kann auf jeden Fall nicht schaden. Wir können auch schon Fireflies rufen zum Start. Die Frage ist, ob das zu Beginn schon so eine gute Idee ist, weil natürlich also es kommt höchstwahrscheinlich nicht so viel, was irgendwie, wo man so viel Durchschlag am Anfang braucht, ne? Deswegen bin ich da jetzt unsicher, gleich zum Start 120 Punkte. Auf der anderen Seite, dann ist er schon mal an der Front, dann muss er nicht erst ranfahren. Ja, geht mal bitte hierhin, dahin. So. Und jetzt hätte ich gern noch einen Sherman hier oben zusammen mit einem Scout. So, da mal ausladen, dass der da die Hochebene hat. So, und ich kenne doch. Oh, die Bofors kosten 90. Ich überlege gerade, was wir jetzt noch mitnehmen. Ob wir doch den Scout-Sherman hier mitnehmen oder ob wir die Punkte irgendwie anders einsetzen. Panzerabwehr. M10. Ja, warum eigentlich nicht? So,
Dann starten wir mal. Ah, unser Kollege kommt mit einem Flugzeug. Das Problem von Flugzeugen in Phase A ist ganz oft, dass man damit die KI halt auch antriggert. Wir haben das ja nun schon ein paar Mal jetzt gesehen. Okay, er spielt die Mitte halt überhaupt nicht. Das ist schon mal interessant. Er spielt auch links überhaupt nicht. Lässt mich jetzt vermuten, dass... dass er über rechts pusht. So, er geht hier hin. 15 zu 9, direkt zum Start, ey. Das ist krass. So, naja gut. Müssen wir erstmal gucken, was jetzt hier so abgeht. Alter, was kommt denn da alles? Das ist mal krass. So, die Flammenwerfer gehen mal dahin. Einer geht dahin, einer geht dahin. Und ihr kriegt auf jeden Fall noch Verstärkung in die Mitte. So, hier geht die Party los. Gut. Gut, wie sieht's denn hier aus? Ach du Scheiße, was ist da denn? Voll die Party. Krass, da geht's gut ab. Was machen die denn? Ihr sollt in das Haus da reingehen, ihr Deppen. Okay, die bauen hier ein ganz gutes Kreuzfeuer auf. Ich hätte gern mal noch hier einen Sherman. So, wir machen mal ein bisschen langsamer hier. Der Scout macht nichts auf. Die gehen mal auf nicht schießen. Die gehen mal auf nicht schießen. Der Sherman bewegt sich ein Stück weiter nach vorne. Und die gehen mal bitte da lang. Aber witzigerweise die TDs von ihm dann nicht wirklich raus. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Die hatten, wie gesagt, Heatgranaten dabei. Das hier. So, wie sieht's hier aus? Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Infanterie hier ranholen. Mal die Gebirgsjäger direkt vor uns hier angreifen. So, dann einen Sherman wollte ich hier mit dazu holen. Also er hat natürlich sehr, sehr viel Infanterie, das sehen wir jetzt hier schon. Deswegen holen wir mal hier einen Mörser dazu. Und dann auch tendenziell noch einen zweiten. Das ist ja eine Artillerie. Running,
Okay, einer davon geht raus. Der geht raus. Da prallt er wieder ab. So, der geht raus. Sehr schön. So, die Gebirgsjäger. Die werden wir auch gleich rausnehmen. Das sieht ganz gut aus. So, hier der Schirme wird angegriffen. Der geht aber jetzt endlich raus. Okay, damit können wir hier mal mit dem Firefly vorfahren. Und können uns jetzt hier mal mit denen irgendwie nach vorne bewegen. So, es steht 17-7. Ja, hier können wir mal die Lücke ein bisschen schließen und einen zweiten Mörser holen. So, da geht die IG raus. Da der TD sollte mal rausgehen. Der Scout kann wieder vor. Jetzt schießt er die Artillerie. So, können wir den TD da rausnehmen? Sehr schön. Oh, hier. Hallo. Sturmpioniere. Die haben jetzt nichts dabei, was uns groß gefährlich werden kann. Aber die müssen da mal raus, weil die spotten halt unsere Panzer mal wieder. Wir ziehen uns mal zurück. Haben wir irgendwas an Unterstützung dabei? Ersten Phase B. Sehr schön. So, die beiden Mörser. Die laden sich mal aus. Während Team 0 gehen weiter vor. Jetzt kommen Flugzeuge, aber weil er getriggert ist von unserem... So, dann gehen die mal hier nach oben. Die Scouts gehen mal bitte dahin. Und die hier werden von den... Okay, dann zieht euch mal zurück. Da knallt jetzt die Artillerie drauf. Das ist natürlich nicht so cool. T-34, okay. So, der Scout bewegt sich mal hier rüber, um die Lücke hier mal irgendwie... Eventuell der Sherman. Und mal noch ein bisschen Infanterie hier. Was war mit Taxi? So, Offizierstd. Und die haben hier keine 12,7 mm Granaten mehr. Was ist denn? Wer schreit denn da schon wieder rum? Ach so, immer noch die Artillerie. Getriebe beschädigt. Die Frage... Ach nice, das macht der. Okay, dann gehen wir auf ihn da hinten. Da kommt noch mehr. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Weil... Wir können halt hier beim Crossen einfach angegriffen werden. Dafür müssten wir dann eigentlich erstmal mit... Infanterie das hier aufräumen. Dass wir hier den Punkt haben. Ah, nimmt den Scout da jetzt raus, okay. So, was haben die hier? Die haben die Granaten wieder. So, die Mörser. So, die Gebirgsfüsiliere haben wir da unter Feuer. Die sind unterdrückt, das ist gut. Wir ziehen uns mal zurück. Phase B war ja jetzt, glaube ich, immer noch nicht. 56 Sekunden, okay. Buchs-Schlacht.
verschöneter Rach. Hallo Flugzeuger. So, haben wir selber Jäger? Ja. Any update? Kero, maar uit die voorkant naar die vijand. Das könnte jetzt mein Firefly hier kosten. Nee, wir haben Glück. Ja, unsere Spitfires sind schneller. Ach, das geht in den Angriff über. Warum eigentlich? So. Yes. Dann können wir die I wecken. Sehr schön. So, jetzt sind wir hier angekommen. Haben wir natürlich hier drüben verpasst, den Angriff mitzumachen. Weiter, weiter. Da gehen die einfach zurück wieder. Habt ihr das gesehen? Was machen die denn da? Och Mann, ey. Also, weißt du, okay. Zurück. Was für eine Katastrophe ist das denn bitte gewesen? Erst können sie über die Freifläche rennen und dann auf einmal wieder nicht, oder was? Ja, es ist doch zum Mäusemelken, ey. So, jetzt sind sie unterdrückt. Jetzt drauf hier. So, ich brauche aber Unterstützung hier. Jetzt gucken wir mal, wie es hier aussieht. Ah, okay. Dann machen wir das mal so. Die sind anscheinend gespottet hier. Und die können halt genau hier haben die einen Schusskanal. Ist natürlich ekelhaft. Da steht auf jeden Fall noch irgendwie was. So, der Firefly hat das ja zum Glück überlebt. Die Boarforce entlädt sich hier hinten mal. Hier stand ja auch noch irgendwie was. Und die brauchen auf jeden Fall auch eine Unterstützung. Sehr schön. So, Infanterie, Rifles. Gut, es steht 15 zu 9. Der Gegner hat nicht wirklich was entgegenzusetzen. Wir haben jetzt hier den Punkt auch eingenommen. Die Artillerie ballert hier einfach sinnloserweise drauf. So, die entladen sich jetzt. Und wir fahren hier mal rein. Mal gucken, was wir da entdecken können. So, da sind die Gebirgsjäger. Das wussten wir ja, dass die da sind. Ich glaube... Ah, hier steht halt noch was. Ach, guck mal da. Oh, und eine Flak. Ja gut, die nehmen da die Infanterie erstmal raus. 20 mm Flak ist natürlich richtig ekelhaft. Die müssen wir erstmal unterdrücken. Sehr schön.
da steht noch einiges. Aber wir haben eh gleich gewonnen. 20-4. Lol. So, die Gebirgsjäger führen die Panzer gleich mal weiter nach vorne. 20-4. Ich glaube, so eindeutig habe ich schon lange nicht mehr gewonnen. Wir gucken mal, ob wir den Punkt auch noch kriegen. Ja, es bleibt bei 20-4. Na, ja, das schaffen wir. Den Punkt schaffen wir nicht mehr. Auch wenn wir jetzt alles nach vorne schicken, was wir haben. Hier steht ja noch einiges, das haben wir ja schon gesehen. Ja, jetzt verschiebt man zwar die Frontlinie auch noch mal ein bisschen, aber es sind noch 10 Sekunden oder so. Krass, also muss schon sagen, ja, da haben wir gewonnen. Hat der Gegner jetzt nicht wirklich viel uns entgegenzusetzen gehabt und das war schon die schwere KI, gegen die wir da gespielt haben. 945 Kills. Unser Kollege macht 1450 und die KI ist, wow. Also, hier, schwere KI, gegen die haben die, wir haben gegen die gespielt, die hat ja gar nichts auf die Reihe bekommen. Ja gut, nehmen wir natürlich mit. Das soll der Eindruck von der 6 South African Armored Division gewesen sein. Scheint auf jeden Fall eine ziemlich coole Division zu sein. Sehr, sehr panzerlastig natürlich. Das heißt, im geschlossenen Gelände auf Karten, wo relativ viel Wald ist, ist das dann natürlich nicht so gut geeignet. Wenn ihr das DLC selber spielen wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung bzw. ins erste angepinnte Kommentar. Das DLC gibt es bei Steam direkt für 19,99 als Steam Key, bei meinem Partnershop Games Planet als Steam Key für 17,99. Ihr spart also ein paar Euro und ohne dass für euch auch mal extra Mehrkosten entstehen, oder was heißt extra, keine Mehrkosten entstehen, könnt ihr mich da mit einem Kauf aktiv unterstützen. Also vielen Dank für die Nutzung. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namentlich genannt sind das Game One Fan, Kyrtano, Carbine, Kulle und Gorwin. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.